Folge von Let's Talk About Sports. Wir haben heute wieder einen interessanten Interviewgast für euch. Und zwar sprechen wir heute mit der Nancy von Apollo 18. Und die suchen, haben aktuell gleich zwei freie Stellen. Die suchen zum einen einen Werkstudenten im Bereich 2D Motion Design und die suchen oder bieten einen Ausbildungsplatz im Bereich Mediengestaltung. Und da werden wir jetzt gleich mit der Nancy sprechen. Wir werden über die Stelle an sich sprechen und was die Aufgabeninhalte sind, was man bereits mitbringen sollte. Und freuen uns da jetzt auf ein tolles Interview und schauen, ob die Nancy schon mit dabei ist. Ja, super. Hallo. Jetzt hat geklappt. Super. Ja, ich höre dich wunderbar. Danke. Also ich stelle mal noch eben meinen. Perfekt. Dann lag es vielleicht tatsächlich gerade irgendwie am Unternehmensaccount oder so. Spielt auch keine Rolle. Ich freue mich, dass du jetzt da bist und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Ich habe gerade schon mal kurz eingeleitet, um welche beiden Stellen es geht. Bevor wir über die Stellen selber sprechen, kannst du vielleicht ein paar Worte zu dir sagen und dann nochmal zu Apollo 18 und dann können wir mal auf die beiden Stellen eingehen. Ja, da können wir gerne machen. Auf jeden Fall danke, dass ich hier sein kann. Das ist auf jeden Fall echt eine spannende Sache, die ihr hier macht und vor allen Dingen auch bin ich total gespannt, wen wir da jetzt alles erreichen. Das sind ja doch zwei relativ junge Stellen, die wir da suchen, beziehungsweise echt in die Nachwuchsförderung gehen wir da. Und ganz kurz zu mir, ich bringe vor allen Dingen aus meiner langjährigen Zeit bei Native Instruments ganz viel Erfahrung aus dem Musikbereich mit, aus dem Produktmarketing, aus dem Eventbereich und aus dem Branddesign. Und von dem Musikbereich bin ich jetzt nach den vielen Jahren in den Sportbereich direkt reingehüpft und der ist definitiv nicht weniger spannend. Und jetzt arbeite ich ungefähr ein bisschen mehr als einem Jahr bei Apollo 18 und bin dort für die Kreation und das Kreationsteam zuständig. Ja, und das macht irre viel Spaß. Und zu Apollo 18 kann ich ganz kurz sagen, dass wir keine klassische Agentur sind, sondern eher sowas wie eine sportliche Mission. Wir haben Werte, nach denen wir leben und nach denen wir arbeiten und nach denen wir auch mit unseren Kunden umgehen und haben vor allen Dingen das große Interesse, diese Live-Erlebnisse, die uns alle so begeistern, mitzuentwickeln, digitale Inhalte darum zu entwickeln und die vor allen Dingen für unsere Kunden weiter voranzutreiben. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Umfeld. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt eben weiter in die Nachwuchsförderung einsteigen können und nicht nur Studenten, sondern eben auch gerade jetzt in der Zeit einem jungen Menschen in der Ausbildung die Möglichkeit geben, die bei uns machen zu können in der Kreation. Vor allem, denke ich auch, sind beides Stellen mit Zukunft vor allem, also eine absolute Jobposition, worauf sich auch drauf aufbauen lässt. Können wir gleich drauf eingehen. Mit euch selber, mit Apollo, haben wir ja schon das ein oder andere Interview geführt, immer mit anderen Ansprechpartnern, aber ich glaube immer sehr, sehr sympathisch und tolles Feedback haben wir im Nachgang bekommen, also das macht immer Spaß. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem Werkstudenten. Ihr sucht einen Werkstudenten oder Werkstudentin im Bereich 2D, Motion Design, entweder in Berlin, kann aber auch remote bearbeitet werden. Sag doch mal ein bisschen was über die Stelle. Was darf derjenige da bei euch machen? Ja, ganz genau. Viele Content-Produktionen oder auch Strategien, die wir unseren Kunden vorschlagen, sind vor allen Dingen mit digitalen Dingen beschäftigt, also oder mit digitalen Dingen verbunden, die man dann besonders gut bearbeiten kann, wenn man ein absoluter 2D-Spezialist ist oder wenn man Interesse hat, sich weiter in Richtung Film zu bewegen. Und alles, was sich bewegt, ist an dieser Stelle und in dieser Position tatsächlich herzlich willkommen. Und da geht es insbesondere darum, dass wir Filme und dass wir Animationen zum Leben erwecken, dass wir sie bearbeiten, dass wir sie bestmöglich veredeln und so weiterentwickeln können, genau. Okay, super. Was ich besonders cool finde, ist, dass man so im Prinzip von überall aus bearbeiten kann. Das ist ja schon mal was für den Anforderungen, was das ein bisschen leichter macht, für potenzielle Bewerber. Aber was sollte denn ein Bewerber für die Stelle mitbringen bereits? Definitiv schon erstes Vorwissen. Also jemand, der im ersten Semester ist, da wird es sicherlich schwierig. Der ist wahrscheinlich selbst noch, oder die ist ja wahrscheinlich selbst noch damit beschäftigt, in dieses Thema und überhaupt ins Studium einzutauchen. Aber jeder, der schon
erste Skillset im Bereich 2D Motion Design oder in Videoproduktion, der kann sich definitiv bewerben. Entschuldigung. Okay, also erste Skills bedeutet, wenn man willig ist, sich quasi zusammen mit euch und bei euch sich einzulernen, auch fortzubilden, dann ist es schon mal ein guter Grundstein, sich zu bewerben bei euch. Ja, auf jeden Fall, weil wir jemanden haben wollen, der sich genau bei uns in der Kreation zurechtfindet und zwar definitiv auf Augenhöhe, das heißt in Projekten mit drin ist, anstatt nur dabei und diese Projekte auch weiter mit vorantreiben kann. Und das kann man vor allen Dingen dann, wenn man eben mittendrin ist und mittendrin auch lernt und aus diesem ganzen Projekt für sich eine ganze Menge rausziehen kann, aber vor allen Dingen auch ganz viel einbringen kann. Und wenn da in puncto Einbringen noch nicht so viel da ist, dann wird es sicherlich schwierig, diesem Tempo und den Anforderungen in irgendeiner Form gerecht zu werden. Ja. Egal auf welchem Skill-Level man ist, man will ja doch immer 100% geben und dann sieht man, wie alle anderen schon viel schneller sind. Das ist nicht das Ziel an der Stelle, sondern dieses Zusammenwachsen und Projekte gemeinsam vorantreiben, das ist das eigentliche Ziel und da wollen wir einem jungen Menschen in einem Studium die Möglichkeit geben, da mit uns zusammenzuarbeiten. Cool. Aber wenn du sagst, ich glaube, also nur um jetzt die Leute nicht zu verschrecken, wenn du sagst, Tempo und Mitarbeiten. Leute, die im Studium sind, sind logischerweise ja noch nicht so weit wie ihr, die das jetzt schon mehrere Jahre machen. Das ist aber vollkommen in Ordnung, oder? Auf jeden Fall ist es das. Ansonsten hätten wir eine komplette Jobausschreibung gemacht. Ja. Also das ist ein ganz anderes Skill-Level. Deswegen, das ist auch gar nicht das Ziel von der Sache, sondern gerade mit diesen beiden Stellen, die wir geschaffen haben, eben einmal die studentische Aushilfe und einmal die Azubi-Stelle, gehen wir definitiv in die Nachwuchsförderung. Das ist das Ziel daran, jungen Menschen, gerade auch in dieser Zeit jetzt, die Möglichkeit zu geben, zu wachsen. Und umgekehrt geben die uns auch eine ganze Menge wieder, weil wir natürlich auch irre viel neuen Input von deren Seite bekommen. Cool. Dann lass uns doch mal ganz kurz zum Ausbildungsplatz kommen, Mediengestalter. Was erwartet der potenzielle oder der Auszubildende bei euch dort in der Zeit? Der ist auf jeden Fall in unser Team Berlin integriert. Der ist ohnehin in unser komplettes Team, Apollo-Team integriert, weil es einfach so ist, dass spätestens seit dem März letzten Jahres einfach alles auf Remote umgestellt wurde. Egal wo man ist, man kann von überall aus arbeiten. Bei einer Ausbildung ist es aber so, dass man definitiv einen festen Ansprechpartner, nämlich den Ausbilder, braucht, den man auch mal über die Schulter guckt, den man mit Fragen löchern kann und einfach viel, viel enger im Austausch steht. Deswegen können wir diese Ausbildung nicht an anderen Standorten anbieten, sondern wirklich nur ausschließlich in Berlin. Okay, cool. Was sollte der schon mitbringen, wenn er sich bewerben möchte? Hier sind wir tatsächlich völlig frei. Das Allerwichtigste ist Begeisterung für Sport. Das nächste ist Begeisterung für Design, für Kunst, für alles, was digitale Kunst betrifft, was dich fasziniert, weil das ist, was im Prinzip deinen weiteren Werdegang komplett bestimmt. Also Designer zu sein, ist einfach auch eine komplette Lebenseinstellung. Und wer Lust darauf hat und wer genau da reinspringen möchte, der ist bei uns auch genau richtig. Und da sind auch wirklich alle willkommen. Wichtig ist eben diese Begeisterung für Sport, weil das unseren täglichen Arbeitsalltag bestimmt und die Neugier an digitalen Medien, an Kunst und Design jeglicher Art. Und da ist es wirklich völlig egal, welche Richtung, sondern einfach nur dieses Interesse. Und daraus entsteht dann schon wieder eine große Vielfalt, sobald wir wieder jemand Neues in unsere Reihen holen. Cool. Angenommen, man möchte sich gern bewerben bei euch. Man geht auf unsere Webseite, schickt eine E-Mail ab. Wie läuft denn dann so ein Bewerbungsprozess bei euch jetzt ab? Für beide Stellen oder vielleicht sind die auch unterschiedliche Bewerbungsprozesse? Kannst du vielleicht da kurz mal drauf eingehen? Genau, nee, im Prinzip sind die Bewerbungsprozesse beide gleich, weil beide mit unserem Kreationsteam sehr eng zusammenarbeiten werden. Und da ist es so, dass die auf jeden Fall zuerst bei Julie Schillinger landen und Julie und ich uns besprechen, die einzelnen Bewerbungen sichten und eine Vorauswahl treffen und dann ins Einzelgespräch gehen mit den Bewerbern. Und im zweiten Schritt die Bewerber auf jeden Fall auch das Kreationsteam kennenlernen dürfen. Das ist ganz wichtig zu wissen, was sind meine direkten Ansprechpartner demnächst, was sind meine direkten Kollegen,
passt es menschlich, passt es vom Inhalt her, passt es auch von der Konstellation, dass wir so ein zerrissenes Team sind, was in Stuttgart und in Frankfurt am Main und in Berlin sitzt und teilweise auch in München und in Zwickau und noch in ganz vielen anderen kleinen Orten. Aber die Kernteams sitzen an diesen drei Standorten. Und das heißt, wir haben wirklich sehr viele digitale Tools, die wir einsetzen und wir umgehen. Genau, das alles muss passen, es muss menschlich passen, es muss von den Werten her passen, die uns wichtig sind, die dem anderen wichtig sind. Und das klären wir dann im zweiten Schritt, beziehungsweise das klopfen wir im zweiten Schritt unbedingt auch nochmal mit dem Kreationsteam ab. Okay, cool. Du hast gerade gesagt, ihr seid an unterschiedlichen Standorten aktiv. Was für ein Team erwarten die beiden neuen Positionen bei euch? Also wie viele Leute seid ihr und wo seid ihr überall aktiv? Wir sind ungefähr 30 Leute und sind, wie gesagt, in Stuttgart und in Frankfurt und in Berlin. Aber tatsächlich merkt man das gar nicht, wo man ist. Denn spätestens im Zoom oder im Teams-Meeting sind sie alle zusammen in einem Raum. Ja. Und dann ist es ein viel, viel besseres Team-Meeting, als wenn man jedes Mal die einzelnen Standorte besuchen müsste. Irgendeiner kann dann doch nicht oder der Kollege aus Zwickau oder aus München ist nicht dabei, aber so kommen alle zusammen und das ist einfach ein riesengroßer Konferenzraum und wir sehen uns alle. Insofern spielt es im Grunde genommen überhaupt keine Rolle, wo man sitzt. Und alle sind genauso erreichbar, ansprechbar über verschiedene digitale Tools ohnehin. Da sind wir komplett vernetzt und verbunden. Also insofern spielt es überhaupt keine Rolle, wo man ist. Super. Vielleicht kannst du am Ende des Interviews wollen wir immer noch ein bisschen herausfiltern, warum man sich jetzt denn eigentlich bei euch bewerben sollte. Vielleicht kannst du ja mal aus deiner Sicht als Arbeitnehmer sagen, warum ist es toll, bei Apollo 18 zu arbeiten? Das ehrlich gesagt gleich zu beantworten, weil wir mit Abstand das beste Team haben, gar keine Frage. Nein, es ist aber wirklich so, jeder Tag ist wahnsinnig inspirierend, weil natürlich auch wir sehr, sehr kooperativ und sehr konstruktiv und sehr offen miteinander umgehen und von daher die Hierarchien logischerweise unheimlich flach sind. Und das macht dieses kollaborative Arbeiten einfach noch viel, viel angenehmer, viel, viel besser, viel, viel zielführender und es macht einfach nur total viel Spaß. Also die Lernkurve, glaube ich, bei jedem von uns ist in so gut wie jeder Woche wirklich echt hoch und du nimmst unheimlich viel Inspiration aus jedem einzelnen Meeting mit in jeder Hinsicht, das kann man so sagen. Da kommen halt eben auch wirklich sehr, sehr vielfältige Talente zusammen und das macht das Ganze so spannend. Gerade Lernkurve jetzt auch nicht ganz unwichtig für die beiden Positionen. Da geht es ja auch in erster Linie wirklich darum, dass man was lernt, dass man was mitnimmt. Werkstudent, auch vielleicht zum Abschluss auch nochmal. Ich denke, das ist auch eine Riesengelegenheit, neben dem Studium einfach schon wichtige Berufserfahrung zu sammeln. Wir bekommen echt viele, viele Anfragen, auch Anrufe von Bewerbern, die mal sagen, jetzt haben wir unseren Abschluss und die wollen immer schon so viel Berufserfahrung. Und wo bekomme ich die her? Und genau sowas, gerade weil ihr das jetzt eben auch remote anbietet, ist im Prinzip ja für jeden eine mega Gelegenheit, zumindest für jeden, der sich in diesem Tätigkeitsbereich wohlfühlt, da eben wichtige Berufserfahrungen zu sammeln. Und wenn du gerade sagst, sie sind mitten im Team dabei, hohe Lernkurve. Und wie gesagt, ich möchte gerne mal wiederholen, mit jedem, mit dem wir bisher mit euch zusammengearbeitet haben, kann ich auch bestätigen, dass es bisher mega Spaß gemacht hat. Also ich glaube, das ist schon eine tolle Gelegenheit auch für die Zukunft. Wichtige Erfahrungen zu sammeln. Kannst du was darüber sagen? Denn die Frage kam gerade noch rein. Besteht die Möglichkeit, egal ob als Werkstudent oder auch bei einer Ausbildung im Nachgang dort bei euch, in welcher Form auch immer, eine Anstellung zu finden? Im Prinzip kann ich das bejahen, aber kann ich gleich dazu sagen, dass die Ausbildung tatsächlich so fundiert ist. Ich habe inzwischen schon mehr als 20 Menschen ausgebildet und habe wirklich da eine Menge Erfahrung, dass ich sagen kann, dass es durchaus möglich ist, danach zum Beispiel direkt ins Studium abzusegeln von der Ausbildung, weil man einfach so viel mitgenommen hat. Das Portfolio hat sich schon so komplett gefüllt, dass Ja. man eigentlich danach super als Freelancer, super als Designstudent sich einschreiben kann. Man kann eigentlich von dort aus in alle Himmelsrichtungen ins Berufsleben starten. Und dann ist es im Prinzip wirklich egal, wohin man startet. Aber
um das zu beantworten, im Team zu arbeiten, erst recht, wenn man eingearbeitet ist. Natürlich ist es das Ziel, dass wir dann möglichst so alle zusammenbleiben, wie es jetzt ist, aber in die Zukunft schauen kann von uns auch keiner. Nein, das ist klar. Aber die Möglichkeit besteht. Und ja, ich denke, es ist auf jeden Fall rübergekommen, dass man da ein gutes Skillset mitbekommt, dass einem da sämtliche Türen offen stehen. Und ja, also ich meine, die beiden Jobpositionen sind ja wirklich zukunftsträchtig. Alles, was mit digital zusammenhängt, haben wir, glaube ich, spätestens zur Corona-Zeit verstanden, dass das sehr, sehr wichtig ist und dass das nicht mehr die Zukunft, sondern die Gegenwart ist. Von dem her bedanke ich mich für das Interview bei dir. Zwei sehr spannende Stellen. Drückt euch die Daumen, dass da gute Bewerber und Bewerberinnen bei rumkommen. Und bedanke mich nochmal bei dir für die Zeit, die du genommen hast. Ja, schön, danke, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Klar, dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Und falls im Nachgang Fragen reinkommen, würde ich dir einfach bequem an dich weiterleiten, wenn das in Ordnung ist. Kannst du gerne machen, auf jeden Fall. Ich freue Super. mich. Perfekt, dann habt noch einen schönen Tag. Bis dann, du auch. Tschüss. Ciao.